Hallo Niklas. Hallo Mikey. Und freust du auf den nächsten Vlog? Auf den Vlog, den ich gerade schon angefangen habe zu drehen? Ja, genau den. Auf den freue ich mich schon. Geil. Ja, so, beginnen. Wir beginnen. Moin Leute, und was geht? Und damit herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Hinter der Kamera ist der liebe Mikey. Und das Video hat die Kamera von der lieben Julia, die jetzt aus der Werkstatt kam, weil für die Leute, die es noch nicht wissen, wir waren mit der Karre am Ring und da ist ein Kollege von der Julia, sag ich mal, bei einem Kollegen mit dem Blinker an der Seite reingefahren. Dann habe ich da einen kompletten Kühler hier zertrümmert. Den können wir mal ganz kurz reinzeigen. Stimmt, den haben wir hier, genau. Also es war, man muss es vorstellen, das war ein Blinker. Diesen Schaden hat ein Blinker verursacht und das ist schon, boah, das ist schon krank, finde ich. Also ehrlich gesagt, das war ein harter Blinker, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, repariert ist es. Warum ich halt nicht gemacht habe? Folgenden Grund: Versicherungsschaden. Ganz einfach. Ne? Weil. Die warum? Arbeit konntest du dir sparen. Ne? Du hast jetzt nur genug Arbeit in meiner Karre. Ja, genau. Kannst du mal darüber switchen. Also, unten, ja. Da unten liegt alles von mir noch drin. Hier oben ist noch dein Motor auf der Werkbank. Da könnte auch auf einiges gespannt sein. Weil so ein Motor auf der Werkbank hast du nicht so häufig, ne? Ja, doch schon. Aber jetzt von dem Baureihen so jetzt nicht unbedingt. Ne? Also. Ich glaube, Davids war der erste Motor, genau. Vom David war der erste Motor. Ja, ja, perfekt. Genau, wir werden auf jeden Fall, folgender Grund, bei der Maschine gab es keinen Kabelbaum für Blinker hinten und vorne und den kompletten Blinklichtschalter und Bremslicht, glaube ich, auch nicht. Wobei, doch, Bremslicht haben wir. Müssten wir, glaube ich, haben. Also nur für Blinker müsste das, glaube ich, sein und für Standlicht hinten. Und dann ist die Karre auch soweit komplett straßenlegal eigentlich. Genau. Nur wie gesagt, wir haben halt jetzt keine Kabel liegen für die Blinkanrichtung. Da haben wir jetzt dementsprechend bei Husqvarna da dementsprechend die ganzen Teile bestellt. Wie im letzten Video schon erwähnt, die Teile sind schon da. Nur die Karre war nicht da zu der Zeit. Deswegen, seit heute ist die Karre hier. Wir fangen direkt an und ich würde sagen, wir fangen mal an, die Sitzbank zu demontieren, die Lichtmaske demontieren und dann sehen wir uns gleich. So. Das finde ich wiederum geil bei Husqvarna, um nochmal einzumerken. Wir hatten gestern einen Livestream gemacht und da kam die Frage, was finden wir besser, Husqvarna oder KTM? Und das ist jetzt zum Beispiel ein Standpunkt, den ich jetzt wiederum gut finde bei Husqvarna. Zeig mal den Tacho. Das ist ein Baujahr von 2015 und ich finde, der Tacho ist viel geiler als von deiner. Du hast eine KTM. Okay, meine KTM ist ja von 2013, aber... Nee, war nicht von 2015? Nee, meine KTM ist von 2013 angemeldet, im Januar 2014. Okay, Und ich muss ganz dazu sagen, mir gefällt das, oder der Tacho auf jeden Fall auch von der Husky ein bisschen, ja. Ja, wertiger finde ich den, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin irgendwo im Zwiespalten. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich finde das Motorrad eben besser. Ich wüsste selber nicht, was ich eben besser finde. Also ich finde beide mega, mega gut. Beide haben irgendwo Vor- und Nachteile oder eben optische Vor- und Nachteile, weil alles andere ist ja eigentlich baugleich. Ja, das so ziemlich, möchte. Kann man sagen, ja. Ne? Also Motortechnik sowieso alles gleich und eigentlich nur optische Teile, die irgendwo ein bisschen anders sind. Ja, aber wie gesagt, mit dem Tacho, das ist so ein Indiz, wo ich sage, fällt mir mehr, weil von der lieben Annika, die müsste aber 2015 haben, oder nicht? Die hat auch nicht so einen, sag ich mal, digitalen Tacho. Also klar, der ist zwar digital, aber jetzt nicht so hochwertig wie der. Ich meine, die hat 2015er Baujahr. Ich bin mir gar nicht so sicher, was die für ein Baujahr hat. Nicht? Aber. Ja, aber macht nichts. Ich bin irgendwie auf den Tacho so fixiert. Das ist einfach so geil. Ja. Naja, das passt schon. Hauptsache mal gerade fahren. Genau, wollte ich gerade sagen. Tacho, guck mal eh nicht so drauf. So, boah, warum die Schrauben immer so lange sind, ey. Da ist er doch. Sitzbank ist runter und weiter geht's, würde ich sagen. Das ist ein Kabelbaum, ne? Also dieser komplette Kabelbaum, der fehlt hier in diesem Motorrad. Und den müssen wir jetzt gucken, dass wir den angeschlossen kriegen. Und wenn der angeschlossen ist, dann funktionieren Blinker und Blinker. Genau. Also Rücklicht haben wir noch keins. Da müssen wir noch eins bestellen, ein passendes, was wir so uns überlegen, welches. Aber ja. Aber macht denn die Julia keinen 3-in-1 Blinker? Das sind wir ja noch überlegen, ob wir diese 3-in-1 Blinker machen. Wir haben jetzt aktuell einfach Blinker verbaut, die aber nicht angeschlossen sind. Die haben wir jetzt einfach zwecks Design, würde ich sagen, haben wir sie einfach mal angeschlossen. Und ja, das war so der Hintergrund dabei.
Weil ich hatte mir ja auch 3-in-1-Blinker bestellt, weil die habe ich ja auch schon hier liegen. Die liegen auch hier. Und das ist ja eigentlich so die beste Alternative, damit man kein riesen Rücklicht oder Bremslicht noch mit drin haben muss. Genau. Aber das Problem wird hier sein, was Julia sieht, dass hier dieser Spalt zu groß ist für sie. Klar, man kann sagen, man macht das Kennzeichen höher, ne? Und dann sieht man die Blinker schon mal nicht mehr. Also das Kennzeichen muss schon auf der Höhe sein, damit man die Blinker vernünftig sieht. Man kann jetzt hingehen und sagen, hier kommt eine Kennzeichenleuchtung, genau. Das würde noch wunderbar passen, ja. Weil das wäre auf jeden Fall die Variante, die ich nehmen würde. Ich würde eine Kennzeichenbeleuchtung machen, weil dann ist wirklich alles auch da, was sein sollte. Definitiv. Ja, der Reflektor ist halt eben nicht da. Kann man ja noch hier drunter machen. Aber den können wir natürlich noch drunter machen, aber mit den 3-in-1-Blinkern hat man die beste Variante, meiner Meinung nach. Mhm. Und dann auch halt eben Kennzeichenbeleuchtung, die ja da perfekt hinpasst. Würde ich schon sagen, ja. Also ich glaube, dann ist das Heck auf jeden Fall richtig, richtig schick. Ja. Ja. Ich glaube, wir machen erstmal die ganzen Kabelbinder weg. Dann sehen wir hier auch ein bisschen mehr. So, gucken wir mal weiter. Ich würde sagen, wir montieren erstmal hier den Lichtschalter, beziehungsweise den Blinklichtschalter, weil man sieht, wir haben hier keinen. Nee, da ist gar nichts dran. Nicht so cool, ne? So, der kommt danach direkt so hier drunter. Da hab ich schon direkt neue. Nö, der Fit-Adapter jetzt auf Ficken, Alter. Och, nö. Welche Platte genau? Die hier. Die brauchen wir nochmal für unten, damit wir den auch hier wirklich schon machen. Weil wir können jetzt mal so montieren, aber das bringt nichts. Ja, deswegen, also das ist jetzt wiederum Kacke, daran habe ich jetzt nicht so wirklich mitgedacht. Tja, das heißt, müssen wir nochmal was bestellen, aber macht nichts. Aber Kabelbaum können wir trotzdem legen. Wir wissen ja die Position, wo der Schalter hinkommt. So kommt der hier langgelegt. Und dann können wir den nachher noch montieren, der hängt dann ungefähr hier. So, wir sehen hier, haben wir auf jeden Fall für die Kontrollleuchte das Kabel. Ja, da fehlt uns dann dementsprechend die ganze Beleuchtungsrichtung. Das Kabel mache ich mal eben hier so dran, dann wissen wir, das kommt nach oben dran. Ich würde sagen, das Kabel machen wir hier mit Kabelbinder schon mal fest. Dann bleibt das auch da, wo es ist. So, ich bin ein Riesenfreund von Kabelbindern. Alles, was schön fest ist, kann auch nicht viel mit passieren. Das Kabel müssen wir noch mit hier drunter packen. So, schwuppdiwupp, passt. Passt. Hier Kabelbinderenden. Boah, ich finde das immer so schlimm, wenn man so diese Kabelbinderenden hier, diese kleinen Überstände hat, ne? Eigentlich würde ich jetzt hingehen und die ein bisschen so mit einem Brenner warm machen und dann platt drücken. Dann sind die nicht mehr so scharf. Aber wir drehen sie nach hinten, da kommt man da gar nicht erst dran. So, passt. Geht ja doch schneller als eigentlich gedacht, weil das Kabel kommt gleich komplett nach hinten. So wie es ausschaut. Das geht nämlich komplett nach hinten ans Heck. Da müssten wir hier einmal Blinker links, Blinker rechts und einmal ganz normal. Ja, was soll das sein? Kennzeichenbeleuchtung? Mhm. Toll, der Tank wurde gerade so schön erst montiert bei Husqvarna. Jetzt muss er wieder runter. Ja gut, aber soll auch alles vernünftig werden, ne? Klar, ich kann den Kabel ja nicht hier über den Tank verlegen. Warum denn? Hier so drüber das Kabel, so, und dann da festmachen, ist doch klar, perfekt. Das wird sowas von gut funktionieren, glaube ich sogar. Ja, und einmal kräftig ziehen hier. Dann haben wir den ganzen Tank runter. So. Kabel haben wir soweit bis nach hinten. Guck mal, das passt doch wunderbar hier. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, ne? Die Verkleidung müssen wir auch unternehmen. So. Ah, das Teil ist runter. Legen wir mal hier oben auf den Karton, wo uns ein neues Dekor drin ist. Ach, meins ist da drin? Ein Dekor ist hier drin, genau. Da. Zeig. Wir haben es erwischt. Komm. Guck mal, die will das alles für sich bunkern. Da. Die Burger King-Tüte. Sehe ich sofort. Die Burger King-Tüte? Das sehe ich sofort. Da, ja, ja, ja. Guck dir das an. Guck dir das an. Asozial. Asozial. Ist komm, okay, macht nichts. Für uns wird gerade gekocht. Wir essen gleich einfach ohne sie. Ist okay. Dann ist das halt so. Tja, machen wir Tor direkt wieder zu. Nein. Mega asozial. So asozial sind wir jetzt auch mal wieder nicht hier. Die liebe Julia hat mich drum gebeten, wo wir das Moped gekauft haben, dass ich ihr ein Zündschloss nachrüste. Aus vollem Grund, weil die Julia geht noch zur Uni und so und die will halt mit dem Motorrad auch zur Uni fahren. Und wenn sie halt mit dem Motorrad dahin fahren würde, könnte jeder Dulli halt das Motorrad einfach starten, rein theoretisch. Aber wie man sieht, ich krieg das Motorrad gerade nicht gestartet. Aus folgendem Grund. Wir haben hier ein Zündschloss. Und jetzt? Jetzt könnte ich das Motorrad starten. Ohne diesen Schlüssel kannst du dieses Motorrad nicht mehr starten. Also hier drunter, unter der Sitzbank letzten Endes, hast du das... Genau, ich habe mir hier einen Halter angefertigt, habe den gebogen, gekantet und dementsprechend nochmal lackiert. So, es gab ein paar Komplikationen mit der Kamera. Wir haben jetzt leider schon den Auspuff demontiert, aber
Der hat leider die Aufnahme nicht gemacht. Macht nichts. Auspuff demontiert. Der alte Endschalldämpfer liegt da. Der neue Akrapovic wird nach am Ende demontiert. Und ja. Gut, komm, jetzt hau mal richtig hier die Kiste ran da und dann sind wir auch gleich fertig. Ja, ich zieh den Kabelbaum schon durch. Voller Elan. Übrigens, ich hab gleich übrigens wieder Hunger. Das wollte ich noch sagen. So, das Kabel sieht gut aus. Das Kabel muss noch mit runter gelegt werden. Also der muss durch den Kühler, ne? Also an der Seite durch. An der Seite durch, genau. Durch den Kühler durch, dann wäre schlecht, aber mal wieder einen neuen Kühler. Das wäre nicht so vom Vorteil. Boah, doch richtig voll hier. Picke, backe voll. Was ist die Gabel davon? Das hängt gut. Das kommt da so. Das kommt da dran. Woher weißt du, dass das da dran kommt und nicht irgendwo anders? Du kannst schlecht den da reinstecken, das funktioniert nicht. Hier haben wir Kennzeichenleuchte, hier haben wir Blinker links, rechts und das ist Bremslicht und Standlicht. Haha, schon haben wir es. Ach, bevor ich das vergesse, für die Leute, die wissen wollen, wie ich das Zündschloss angeklemmt habe, könnt ihr mir ruhig eine PN schreiben, dann erkläre ich euch das, wie ihr am besten ein Zündschloss anschließt. Nur für die Leute, die auch Interesse haben, ein Zündschloss nachzurüsten. So, Wunderbärchen. Jetzt kommt der ganze andere Rotz da nämlich auch noch lang. Das passt. Ja, die Kennzeichenleuchte schon. So. Ja, perfekt. Fertig. Und jetzt ist da durch dieses Loch hier gekommen, ne? Genau. Also, ihr kommt hier nachher mit einem tollen Halter dran, den habe ich im Auto. Mhm. Kabel ist fest, guck mal. Hängt schön weit oben. Wie man sieht, das hängt nicht runter. Wunderbar. Ja, so wollen wir es. Auspuff kommt nachher hier dran, nach da, nach da. Wunderbar, hängt auch. Das passt. Blinkerkabel links, rechts ist auch montiert. Ja, würde ich sagen, mach mal die Blinker jetzt rein und dann schauen wir, ob das funktioniert, oder? Oder geht das jetzt nicht so einfach? Nö, ich habe die Stecker nicht. Ach so. Und da ist ja noch immer die Frage, ob wir diese Blinker dran lassen oder diese 3-in-1 Blinker nehmen. Und deswegen schließe ich die jetzt auf jeden Fall nicht an. Das macht keinen Sinn für mich. Aber rein theoretisch würde es jetzt funktionieren. Ja, eigentlich schon. Ja, dann perfekt. Rein theoretisch schon. Ja. Stimmt, perfekt. Wir sind fertig, fällt mir gerade auf. Krank, ja. Das war jetzt fertig, ne? Ja, wir sind fertig. Ja, chillig, Digga. Geile Sache. Entspannt, ja, halbe passt. Stunde haben wir für gebraucht ungefähr, ohne Essenspause. Ja, wollte Gott sagen, also war jetzt eine schnelle Nummer. Wir müssen jetzt noch eben ein bisschen montieren und so. Aber das sieht ja nach am Schluss, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das Montieren von Tank und Sitzbank ist für euch irrelevant. Deswegen, genau. Video zum Auspuff kommt nachher in einem zweiten Video. Folgt, ich denke mal, ein paar Tage später. Wird, glaube ich, auch eine lustige Sache. Ich glaube, da kommt gerade die Julia und der Flo. Oh. Die weiß ja nichts von dem Geschehen. So, Leute, das war's mit diesem Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und haut rein.